Freund. Was für eine tolle Schwanzflosse. Hey, wartet auf mich. Das ist wie Fliegen. Bin ich wirklich? Das muss ein Traum sein. Juhu! Das ist ja komisch. Hat da jemand gesungen? Marshall, hast du das auch gehört? Marshall? Marshall! Oh, oh. Wo ist er? Ryder? Ha! Marshall ist verschwunden. Vielleicht sehe ich ihn irgendwo. Das kann doch nicht sein. Sieht ganz so aus, als wäre er im Wasser. Marshall! Marshall, bist du da? Hallo, Ryder! Kommst du auch in meinem Traum vor? Traum? Aber das ist kein Traum. Hey! Fühlt sich an, als wär's wahr. Das heißt, dass ich wirklich ein Meerfellfreund bin. Marshall? Sky! Marshall wurde in einen Meerfellfreund verwandelt. Die Verbindung ist abgebrochen. Oh nein, aber wenn er sich wieder in einen normalen Hund verwandelt, muss er total weit schwimmen, um an Land zu kommen. Wir finden ihn, bevor das passiert. Keine Bucht zu groß, kein Hund zu weit weg. Hilfe! 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 Hä? Ist das Marshall? Das ist nicht Marshall, das ist bloß ein Fisch. Das ist die Taucherglocke von Captain Tollpatsch. Darum habt ihr mich hierher gebracht. Ach so, sie sitzen fest und ich soll ihnen helfen. Nichts passiert. Du siehst echt schick aus. Danke, Zuma. Ryder, gut, dass ihr hier seid. Captain Tollpatsch und François sitzen unter einer Riesenseeschnecke fest. Hilfe! Zuma, fahr mal ein bisschen näher ran. Rocky, wir brauchen deine Seilwinde. Kommt sofort. Seilwinde. Und jetzt, Marshall, hak sie irgendwo ein. Ryder, ich finde hier nichts, wo ich sie einhaken könnte. Die Schnecke bedeckt die ganze Tauchglocke. Dann müssen wir sie aufwecken. Gut, versuchen wir es mal. Kommt, Meerfellfreunde, Schnecken wecken. Na, kommt. Schnecke, aufwachen. Genug geschlafen. Aufwachen. Aufstehen. Bart, mach ein Video davon. Es ist sagenhaft sensationell, was hier passiert. Nicht einmal Rubble kann schlafen, wenn man ihn kitzelt. Ja, es hat geklappt. So, Marshall, jetzt mach schnell die Seilwinde fest. Das geht nicht, Ryder. Die Öse ist kaputt. Hm. Dann müssen wir die Tauchglocke unter Wasser reparieren. Hallihallo. Uah! Ja, es ist richtig schön im Wasser. So schön nass. Rocky, wir haben hier unten eine kaputte Tauchglocke. Oh ja, entschuldige, Ryder. Bin schon unterwegs. Hm, das kriege ich wieder hin. Ruff, Kleber. Ruff, Greifer. Sieh mal, Ryder, für die Meerfellfreunde ist das, was wir machen, wie Zauberei. Das müsste halten. Ja, werft einen ehrfürchtigen Blick auf mein malerisches Zuhause, die Karakalbucht. Na, wie findet ihr sie? Sie ist hübsch. Ja. Meckernde Miesmuscheln. Wo sind denn die ganzen Farben hin? Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Lorelei! Lorelei! Wir sind ja so froh, dich zu sehen. Sieh nur, Amiga. Sieh dir unsere Flossen an. Potzblitz! Was ist denn hier passiert? Alles hier in der Bucht verliert seine Farbe. Uns eingeschlossen. Und wir sind super schläfrig dazu. Oh. Fernrohr, Super Zoom. Enrique benutzt irgendeine seltsame Maschine. Und aus der läuft eine Menge Klebezeugs raus. Aber wo führt das Rohr mit dem klebrigen Zeugs hin? Hm. Fernrohr, Röntgenblick.
Ein wirklich riesiger Bohrer. Oh nein, er gräbt danach Gold. Enrique, geht es um das Gold, das im Meeresgrund verborgen ist. Wir müssen ihn aufhalten. Ich übernehme ihn und seine verrückte Maschine. Ihr zwei kümmert euch darum, dass sich das Klebezeugs nicht weiter ausdehnt. Ei, ei, Kapitän! Vamos, Piratas! Zapalot, Schluss mit deiner Schmuddelei! Na, wenn das nicht Santiago der Obergute ist mit seiner kleinen Kaulquappe. Verzieh dich! Siehst du nicht, dass ich zu tun habe und nach Schätzen bohre? Ich bin ein solches Genie! Muhahaha! Ratoncitos, schneller, schneller! Dein Klebezeug tropft überall hin. Und es macht die Meerjungfrauen und die Tiere in der Karakoi-Bucht krank. Aber ohne das Zeug läuft meine Goldbohrmaschine nicht. Du musst damit aufhören. Bitte. Nein, du musst damit aufhören. Ich wünsche dir eine gute Reise. Oder sollte ich lieber sagen, Schlitterpartie? Das nehme ich. Muchas gracias. Ha. Wow. Wow. Beim Klappautermann. Espada Brilla. Das ist es. Mein Säbel kann das Klebezeugs wegsprengen. Ha. Nein. Mein Klebzeug. Goldbohrmaschine! Du hast sie zerstört! Es tut mir leid, Enrique, aber du hast die Meerjungfrauen krank gemacht. Ich will dieses Gold! Ich bin Enrique Real de Palacios der Dritte! Ayúdame! Ich komme, Enrique! Gute Piraten tun immer das Richtige. Vamos, gehen wir zurück auf die El Bravo! Ich sage es euch ja immer wieder, Käse ist kein Gold. Santiago! Boah, ist das viel Klebezeugs. Helft mir, meinen Säbel zum Leuchten zu bringen. Sagt Espada Brilla. Espada Brilla. Flossentastisch. Gut gemacht, Kameraden. Nun lasst uns das ganze Zeugs entfernen. Karakoi, Karakoi, Karakoi. Karakoi, Karakoi, Karakoi-Bucht. Hola, amigos! Seht euch unsere Flossen an! Jetzt fühlen wir uns wieder platt-tastisch! Fantastisch! Ich bin Sid, der Pirat, ein mutiger Held. Besegle die Welt, so wie es mir gefällt. Was immer du hast, ich brauch's mehr als du. Ich verraubend übers Meer, juhu! Ich nehm dir alles weg, dein Spielzeuglaster, dein Quietschhändchenbuster, Fernseher wie die und jedes Leckerli. Diese E-Gitarre und ne coole Karre. Ein Abprallerball, was für ein Knall! Ich bin Sid, der Pirat, ein mutiger Held. Besegle die Welt, so wie es mir gefällt. Hunde mit Fischflossen? Das müssen Meerfellfreunde sein. Wuhu! Ein Meerfellfreund zu sein ist toll. Dieser Meerfellfreund spritzt euch jetzt nass. So cool. Komm schon, Arbi. Wow.
hier, sie hat ihre Spielzeugperle weggeräumt. Die Perlen sind kein Spielzeug. Sie verleihen unseren Freunden Zauberkraft. Wow. Seht mal, so viele. Ich habe noch nie so fette Beute gesehen. Und ich brauche definitiv alle. Ryder, das Schiff hat sich gerade in ein U-Boot verwandelt. Wirklich? Danke, Chase. Ich werde es im Auge behalten. Habt ihr dieses Geräusch gehört? Ich habe es auch gehört. Was war das? Ist das eine Riesenseespinne? Oh, wir sollten besser nachsehen. Kommt mit, Freunde. Ich bleibe direkt hinter euch. Was für ein komisch krabbelig aussehender Krake. Hey, Arbi, was hältst du davon? Arbi? Die Luft ist rein. Es kann losgehen, Captain Boss, Herr Sitzer. Seht mal, es ist nur ein Ballon. Das muss das U-Boot sein, von dem Chase mir erzählt hat. Was hat es hier unten zu suchen? Ich habe keine Ahnung. Sie sagt, dass mit Wufflantis etwas nicht in Ordnung ist. Was passiert denn mit Wufflantis? Nein! Die Zaubermuschel von Wufflantis ist weg. Was passiert denn mit den Perlen? Wenn die Muschel keine Zauberperlen mehr produziert, um die alten Verblichenen auszutauschen, könnte das Schloss einstürzen. Und dann ganz Wufflantis. Alle schnell raus aus dem Schloss. Los! Das Schloss bricht zusammen, seht ihr? Wir brauchen den Perlenzauber, um es zu reparieren. Ei, noch mehr Perlen. Das gefällt mir. Aber die Muschel macht immer weiter und das Schiff wird immer schwerer und wir sinken tiefer. Können wir bitte irgendetwas anderes abwerfen? Schätze wegwerfen? Du bist ein Spaßvogel, Arbi. Niemals. Oh. Rubble hier, Ryder. Der Palast sieht ein bisschen wackelig aus. Ups, ich meine eher sehr wackelig, aber wir kriegen das schon hin. Danke, Rubble. Wir kommen nach, sobald wir das Piraten-U-Boot gefunden und die Muschel zurückgeholt haben. Das ist eine ganz tolle Idee. Sie will Ryder helfen. Captain Tollpatsch, wir brauchen eine Art Stützpfahl, um den Palast abzustützen. Ich frage die Meerfellfreunde, ob sie euch helfen können. Ich nehme diesen Mast vom alten Schiff. Nichts verschwenden, wiederverwenden. Gut, das sollte erstmal halten. Hey, das ist Mama Meerfellfreund. Ich glaube, sie möchte auch helfen. Ryder, da ist etwas auf dem Sonargerät, das sich schnell bewegt. Vielleicht das Piraten-U-Boot. Haltet euch fest, Freunde. Volle Kraft voraus. Dieses U-Boot klebt an mir wie eine lästige Seepocke. Captain Boss, Herr Sitzer, durch die vielen Perlen werden wir ganz langsam. Wenn wir wirklich so langsam sind, dann müssen wir trickreich sein. Verstecken wir uns in dieser Bucht. Da lang. Ich habe etwas gehört. Sea Patroller Licht an. Ja! Ryder, ich glaube, ich hab's gefunden. Klasse, Chase. Gut gemacht. Wir sind schon unterwegs. Behalte es im Auge. Diese Perlen versenken unser U-Boot. Hör auf, Perlen zu machen! Da stürzt noch eine Säule ein. Wir müssen weitermachen.
Da sind sie. Das sind die Hunde, die mich gerettet haben. Ahoi davon. Ihr braucht sicher Hilfe. Ja, ich bin es, Arbi und Sid Seeräuber. Bitte helft uns. Wir brauchen Hilfe. Dringend. Wir holen euch da raus und danach gebt ihr diese Muschel zurück. Sie gehört den Meerfellfreunden. Alles, was ihr wollt. Alles, was ihr wollt. Zuma, aktiviere die Greifer und dann ziehen wir das U-Boot raus. Ei, ei, Captain Ryder. Und jetzt nur noch ziehen. Bitteschön. Wenn ich es mir recht überlege, dann brauche ich die Muschel doch. Nichts wie los. Oh, dieser listige Pirat Sid. Er versucht abzuhauen. Wir müssen ihn fangen. Oh nein, wir stecken zwischen den Felsen fest. Das Piraten-U-Boot entkommt mit der Muschel. Gut, dass wir noch einen Helfer mehr haben. Jace? Wir haben Sid und Arbi befreit, aber jetzt stecken wir fest und sie verschwinden. Du musst mit deiner Seilwinde die Piratenschiffsluke öffnen, um die Muschel zurückzuholen. Das ist ein klarer Fall für Chase. Wuff! Tauchmodus. Wuff! Seilwinde. Wuff! Einziehen. Haltet euch fest, Freunde. Wir bewegen uns zurück und dann volle Schubkraft voraus. Geschafft! Wir sind frei! Die Muschel ist noch da drin! Gute Nachrichten, Captain Boss, Herr Sitzer. Wir fahren wieder nach oben. Ahoi! Dann verkrümeln wir uns am besten blitzschnell. Motoren an! Was? Wie soll ich jetzt an die Muschel kommen? Cool! Ich bin endlich ein Meerfellfreund! Ein Meerfellfreund mit einem Auftrag! Seht mal! Chase hat endlich einen Fischschwanz! Ich habe die Zaubermuschel gefunden! Hey! Was macht er mit meiner Muschel? Alle meine Sachen sind weg! Oh, ich habe nichts mehr, nichts! Du hast immer noch mich. Wuhu! Chase hat die Muschel! Und er ist endlich ein Meerfellfreund! Und dieses tolle Tauchboot bringt die gestohlenen prächtigen Perlen zurück! Flantes! Gern geschehen, Meerfellfreunde. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein reicht. Das versunkene Schiff muss ganz in der Nähe sein. Zeit, mich in eine Merlinform zu verwandeln und den Glücksstern zu holen. Buenos dias! Butterscotch, was machst du denn hier? Ich möchte euch ein Lied vorsingen. Autsch, meine Trommelfelle. Oder bin ich vielleicht nur hier als Ablenkung? Distraktion. Ein Ablenkungsmanöver, wovon denn? Davon. Das ist jetzt meins. Oh, mein magisches Armband. Jetzt ist es mein magisches Armband. Perlenarmband. Zum Wasser vom Land. Ha! Ich werde mir jetzt den Glücksstern holen und niemand kann mich aufhalten. Hey, und was ist mit deinem gefiederten Freund? Oh, damit Butterscotch tauchen kann, zieht er eine Luftblase an. Oh, ja. Es geht unter Wasser. Salziger Seetangsalat. Ohne mein magisches Armband kann ich mich nie wieder in eine Meerjungfrau verwandeln. Keine Sorge, Lorelei. Wir holen uns beides zurück. Dein Armband und den Glücksstern. Mit diesen magischen Tauchmasken können wir unter Wasser ganz einfach atmen. Und wie soll ich bitte ohne meine Meerjungfrauenflosse schwimmen? Die brauchst du doch gar nicht. Du bist eine Meerjungfrau im Herzen. Na los, nimm schon. Ei, ei, Kapitän. Ein Versuch ist es wert. Ich finde, schwimmen ist richtig schwierig ohne meine Flosse. Es ist leicht. Tritt einfach mit deinen Füßen gegen das Wasser, so wie ich. Treten, treten, treten. Blitzen!
tanzender Flötenfisch. Es funktioniert. Ich schwimme mit meinen Beinen. Ich kann es nicht glauben. Und ich kann nicht glauben, dass ich dir das Schwimmbeil bringe. Kompass zum versunkenen Schiff. Jetzt, wo ich den Glücksstern habe, wird alles so laufen, wie ich es will. Ach, du dicker Wal. Ahoi, Bonnie. Hm? Ich hätte gerne mein Armband zurück, bitte. Und ich nehme La Estrella, por favor. Mal überlegen. Nein und nein. Freiwillig werde ich ihn euch niemals... Hä? Que pasó? Oh, oh. Nanu, ich habe den Glücksstern. Heute ist mein Glückstag. Das ist meiner. Oder nicht? Jetzt hindert mich absolut nichts mehr daran, endlich die Piratenkönigin zu werden. Da muss ich dich leider enttäuschen. Gib ihn mir, Bonnie. Tja, dazu musst du mich aber erst mal fangen. Auch wenn ich dich vielleicht nicht fangen kann. Ich kann es. Oh! Ha! Perlenarmband! Zum Wasser vom Land! Bonnie, du wirfst ein schlechtes Licht auf Meerjungfrauen. Ach, beim Klabautermann! Hier endet deine Glückssträhne, Bonnie! Welle bitte! Wartet nur, ich werde mich dafür rächen. Ich schaffe ihn! Warte doch! Vamonos, Freunde! Ja! Wow! Ja! Oh, Rashi! Wirklich toll, dank euch ist der Glücksstern wieder hier. Er sieht fantastico aus. Und ab jetzt werden die Bewohner von Isla Encanto wieder Glück haben. Hey, vielleicht hab sogar ich mal Glück. Caracoles! Ich habe so lange auf mein Glück gewartet. Hm? Hä? Was ist das denn für eine Perle? Seht nur, mein verlorener Disco-Ring. Das Glück der Insel ist wieder da. Vielen Dank, Thomas. Das war wieder ein großartiges Piratenabenteuer. Wir können echt stolz auf uns sein, Kameraden. Piratas Ahoi! Hey, Drache, war das alles, was du kannst? Oh, hätte ich bloß nicht gefragt. Flugrucksack! Ich wusste ja gar nicht, dass er so tolle Kunststücke kann. Marshall, ich schicke dir jemanden, der dir hilft. Chase und Sky? Ihr versucht, den Drachen abzulenken. Alles klar, das ist ein Fall für Chase. Ja, ich bin der Flughund. Keine Angst, Marshall, dein fliegender Freund ist schon unterwegs. Ja. Tennisballkanone. Wasserdüsen! Oh! Oh, oh! Huhu! Hab dich! Du bist dran! Volle Kraft voraus! Gemacht, Sky. Ryder, ich bin mit Katzi bei der Zentrale angekommen. Wir fliegen jetzt drauf zu Kathi. Sehr gut, Rocky.
Chase, Marshall, ihr müsst den Drachen noch eine Weile beschäftigen. Gut, machen wir! So, da sind wir. Und jetzt wächst du Kathi auf. Katzi! Mein süßes Kätzchen! Ryder, Kathi ist nicht mehr verhext. Sie ist aufgewacht. Gut gemacht, Rocky. Ich war verhext? Und das war noch nicht alles. Wir mussten Katzi reinschmuggeln, weil... Ich weiß schon, weil ein Drache, der gerade Rauch aus der Nase pustet, mit traurigen Augen und Riesenflügeln euch nicht zu mir lassen wollte. Ja, ganz genau. Das klingt nicht gut. Mach dir keine Sorgen, Kathi. Wir holen euch da raus. Nein, Ryder, ich meine, wie der Drache winselt. Seine Schnurrhaare sind verdreht. Kein Wunder, dass er so wütend ist. Wenn ich auf seinen Rücken komme, kann ich das wieder in Ordnung bringen. Gut, ich komme und helfe dir. Düsen! Keine Angst, alles in Ordnung. Ich tu dir nicht weh. Na siehst du, so ist es gut. Nimmst du mich mit? Jetzt zeig mir mal deine Schnurrhaare. Na bitte. Ich übernehme diese Seite. Ganz ruhig, mein Freund. Tada! Juhu! Ja! Wir haben es geschafft. Ja! Danke, Drache. Hilfe holen ist ganz leicht. Einmal brüllen reicht. Aber bitte ohne Rauch und Feuer. Also, ich finde ihn süß. Wie einen lieben großen Dalmatiner. Das stimmt. Und er ist eigentlich gar nicht böse. Und er kann prima grillen. Marshall, wach auf. Du verpasst das Stück. Was? Ich hab verschlafen. Schnell, wir verpassen das Stück. So, lieber Drache, du bist wieder gesund. Du kannst nach Hause fliegen. War ja klar, dass sowas passiert. Abracadabra, dreimal schwarzer Kater, aus den beiden Hälften wird wieder ein Drache. Ja! Tada! So was. Zieg, Zieg, Zieg! Ich höre es auch, Zieg. Hört sich an wie der König! Oh je, ich sehe immer noch nichts mit dieser Krone über meinen Augen. Armer König, er fährt immer noch gegen die Bäume. Und Baumstämme. Und in eine dicke Falle. Zieg, Zieg! Aber wer fängt ihn in einer Falle? Ich glaube, ich weiß wer. Es sind die Dickhornschaf-Barbaren. Oh, oh, und seht nur, was sie dabei haben. Eine Kanone. Wow. Zieg, Zieg. Keine Sorge, Zieg. Wir kommen sicher an der Kanone vorbei. Wir brauchen nur einen Plan. Ja, los geht's. Kanonen schießen mit Kanonenkugeln, die aus Metall sind. Und die Teilchen im Metall haften so aneinander fest, dass sie kaum zu zerstören sind. Aber wenn wir das Metall erhitzen, rücken die Teilchen immer weiter und weiter voneinander weg, bis das Metall schmilzt. Gut überlegt, AJ. Dafür brauchen wir nur etwas super Heißes, das die Metallkugeln schmelzen lässt. Tick, 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 tick! Stimmt ja, Zieg! Könntest du mit deinem Feuer die Kanonenkugeln schmelzen lassen? Zieg, Zieg! Alles klar! Du bist ein mutiger kleiner Drache, Zieg! Dann hüpf rein! Wir müssen unseren König retten! Ritter! Zum Angriff! Achtung! Kanonenkugeln! Zählen wir, wie viele es sind! Zählt mit mir! 1, 2, 3! Sagen wir Zieg, dass er alle drei mit seinem Feuer schmelzen soll. Ruft, schmilzt 3, Zieg!
Schmilz 3 Sieg! Juhu! Es hat geklappt! Super gemacht, Sieg! Wow, jetzt schießen sie mit noch mehr Kanonenkugeln. Zählt sie mit mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruft Schmilz 6 Sieg! Schmilz 6 Sieg! Geschafft, Sieg! Sieg! Jetzt hält uns nichts mehr auf, den König zu retten! Juhu! Ich bin befreit! Oh, wenn ich nur sehen könnte, wer mich gerettet hat! Sieg! Oh, du bist wirklich der allerbeste Drache, den ein König sich nur wünschen kann! Oh, und selbstverständlich bin ich euch auch sehr zu Dank verpflichtet, Blaze und AJ. Und hiermit erkläre ich euch zu den tapfersten Rittern im ganzen Land. Ja. Sieg! Und was euch angeht, die Kornbarbaren, ihr wart heute alle überaus unartig und ich denke, ihr solltet euch bei uns entschuldigen. Entschuldigung angenommen. Und nun, wo wir Freunde sind, verkünde ich, dass jetzt gefeiert wird. Freunde, bin ich froh, dass ihr endlich hier seid. Wo liegt das Problem, Zuma? Da! Das Meerfellfreundjunge ist durch diesen Mast in der Kajüte eingesperrt. Wir haben versucht, ihn wegzuräumen, aber er klemmt fest. Wir müssen die Kleine befreien. Versuchen wir es mit dem starken Greifarm des U-Mobils. Gute Idee, Ryder. Zuma, Sky, versuch die Tür zu öffnen. Sie klemmt, Ryder! Durch den Mast muss sich der Türrahmen verzogen haben. Oh, oh, das Schiff wird abrutschen. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen, die Kleine zu befreien. Captain Turbot, Sie müssen mit Ihrer Tauchglocke die Tür aufbrechen. Aye, aye, Ryder! Sky und Zuma, ihr schwimmt in die Kajüte und holt die Kleine, sobald die Tür aus dem Weg ist. Das machen wir! Schwimmen wir beiseite. Los, Captain Turbot! Haltet euch fest! Sky, Zuma, los! Warte, wo ist sie nur? Meerfellfreund? Kleiner Meerfellfreund, wo bist du? Zuma, da drüben. Ich glaube, die Kleine hat Angst. Wir sind hier, um dir zu helfen. Wir wollen dich zurück zu deiner Mama bringen. Hörst du? Fellfreunde, beeilt euch. Oh, da ist Sky und sie hat das Junge. Sie sind aus der Kajüte raus. Ja! Sie haben es geschafft. Ja, juhu! Oh nein! Zuma! Mein Schwanz ist eingeklemmt. Freunde, da kommt eine Menge ziemlich großer Dinge auf euch zu. Oh oh. Oh. Wow. Oh.
Was ist denn da unten los? Oh, das ist nicht gut. Oh nein, jetzt ist Zuma eingesperrt. Wenn wir ihn nicht aus diesem Schiffswrack rausholen, bevor der Vollmond über dem Mast steht, wird er wieder zu einem vierbeinigen Fellfreund. Wir müssen ihn da rausholen, bevor er sich zurückverwandelt. Aber wie, Ryder? Wir brauchen Hilfe, um den Rumpf aufzubrechen. Vielleicht kann Rocky uns helfen. Arr! Hä? Sky? Das! Hallo, kleiner Meerfellfreund. Juhu, ich bin ein Meerfellfreund. Juhu! Oh. Ryder da drüben! Wow! Ist das Rocky mit einem Fischschwanz? Und dabei geht er sonst nicht mal in die Nähe einer Badewanne. So klappt es nicht. Rocky, benutze deinen Werkzeugarm, um die Schrauben zu lockern. Verstanden, Ryder. Woo! Schraubendreher. Zuma? Hallo, Rocky! Oh. Danke, Kumpel! Ja! Wir haben's geschafft! Dann schaut her! Es ist mein brandneues Videospiel! Es heißt Drachenrettung! Das Spiel handelt von einem sehr netten Drachen. Und der Drache fliegt sehr gern. Wow. Guck, wie er fliegt! Eines Tages sieht er einen hohen Burgturm. Aber als er dort landet, um ihn sich anzusehen, wird der Drache da drin eingesperrt. Na, und wer fängt an? Oh, ich zuerst. Mann, das macht sicher Spaß. Ich rette Quatsch, den Drachen. Pass auf, hier kommt eine Matschpfütze. Oh nein, er hat das Spiel fallen lassen. Und jetzt passiert irgendetwas Komisches mit dem Videospiel. Rostfleck, die drei Schlüssel sind aus dem Spiel entwischt. Oh oh, ohne diese Schlüssel können wir den Drachen aber nicht befreien. Hey, sei nicht traurig, Drache. Wir holen dich trotzdem aus dem Turm raus, das verspreche ich. Hurra! Warte, wie denn? Ja, die Schlüssel können überall sein. AJ und ich finden sie. Stimmt's, AJ? Ja, das ist dann genau wie im Videospiel. Nur, dass wir es hier spielen, in Reifenhausen. Dann kommt mit. Wir müssen jetzt ein Videospiel gewinnen. Videospiel Helden! Blaze, sieh doch, da ist der magische Schlüssel. Gleich haben wir ihn. Aber es sieht so aus, als ob wir noch einen Zauberspruch abwehren müssen. Diesmal zaubert er Riesenseifenblasen. Wir brauchen was, das die Blasen zerplatzen lässt. Hey, ich weiß was. Wir benutzen Geometrie und bauen ein Schwert. Zuerst brauchen wir drei Dreiecke. Um drei Dreiecke zu bauen, ruft... Drei Dreiecke! Drei Dreiecke! Jetzt brauchen wir zwei Rechtecke. Um zwei Rechtecke zu bauen, ruft zwei Rechtecke! Zwei Rechtecke! Als letztes brauchen wir vier Parallelogramme. Die sehen so aus. Um vier Parallelogramme zu bauen, ruft vier Parallelogramme! Vier Parallelogramme! Oh ja! Wir haben ein Monstermaschinenschwert! Oh ja! Damit lassen wir die Seifenblasen zerplatzen! Super gemacht, Blaze! Jetzt ist nur noch eine Blase übrig. Aber die fliegt weg und der magische Schlüssel ist drin! Die
diesmal entkommt der Schlüssel uns nicht, denn wir sind turboschnell. Damit ich turboschnell fahren kann, ruft Gib Speed! Gib Speed! Seht, er geht auch zurück ins Videospiel. Und fliegt zum letzten Schloss. Es hat geklappt. Der Drache ist frei. Wir haben es geschafft. Wir haben den Drachen befreit und das Spiel gewonnen. Wow, also was passiert denn jetzt? Wow, es ist der Drache! Er ist hier in Reifenhausen! Also, ich glaube, er möchte, weil wir ihn gerettet haben, zum Dank einen Rundflug mit uns machen. Wow, na dann los! Spielhelden, hochgefahren, uns ist nicht zu viel. Videospielhelden, sammeln Punkte, wir knacken das Ziel. Videospielhelden, Videospielhelden. Man kommt nur mit einer Meerjungfrau in die Karakollbucht. Lorelei, aufmachen bitte. Hola, Lorelei. Wie schön, dich zu... Escalata la Pirata. Eure neue Herrscherin steht hier. Los, verbeugt euch gleich vor mir. Wir verbeugen uns, neue Herrscherin. Oh, Escalata ist ja sowas von entzückt. Escalata, Zapalot, übergib mir die... Ja, schon wieder. Knie vor mir nieder. Wie war das? Ich kann dich nicht hören. Dank meiner Kokosnuss-Kopfhörer. Oh, Qualis! Espada, Briga! Die Quallen sind weg. Ich hoffe, Thomas fällt wieder ein, wie man Gitarre spielt, um den Zauber zu brechen. Fällt mir wieder ein. Ihr wisst, ich kann euch dazu zwingen, mir eure Schätze herzubringen. Müssen Herrscherin Schätze bringen. Was? Hä? Ach, dieser nervige Pirat will einfach nicht aufgeben. Am besten mache ich ihn auch zu einem meiner Diener. Und ich denke, ich weiß auch schon wie. Mit meinem magischen Staub verstärke ich die Melodie. Na los, Melodie, werde lauter! Oh nein! Jetzt kann ich die Melodie hören! Santiago, du stehst an meiner Seite als treuer Diener mir bereit. Muss Escarlata treu dienen. Jetzt beherrsche ich alle Meere! Fernglas, Zoom! Potzblitz! Santi ist nun auch verzaubert. Also jetzt oder nie. Dieses Lied ist für dich, Primo. Um Escalata zu bezwingen, lasse ich meine Gitarre erklingen. Yippie! Ich kann wieder Gitarre spielen! Entschuldige die Quälerei, Schluss ist mit der Tanzerei. Und jetzt befreien wir Santi und Lorelei. Du weißt ja, dass ich wasserscheu bin, obwohl ich gut schwimmen kann. Aber ein guter Pirat lässt seine Kameraden niemals im Stich. Ich schaffe das! Oh, Lorelei, Santiago, Schatz. Verscheucht euren Kumpel, aber ratzfatz! Kleinen Kumpel,
fortscheuchen. Genug jetzt mit dem Zaubertheater. Ihr dient jetzt nicht mehr Escalator. Kichernde Guppies, du hast den Zauber gebrochen. Ich wusste, dir fällt wieder ein, wie man spielt. Und jetzt schnappen wir uns die Muschel. Ich mach das. Escalator. Orca, Angriff. Orca, Rückpfiff. Orca, dreh um. Sei nicht so dumm. Hol die Gitarre. Ignoriere Escalator. Orca. La, 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 la. Mir fällt kein Reim ein. Santi, wir müssen Escalator ein für alle Mal aufhalten. Wo sind meine Qualis? Ich habe eine Idee. Lorelei, Strömung bitte. Thomas, spiel die Melodie. Thomas muss lauter auf der Gitarre spielen. Sagt, mas alto, mas alto. Mas alto? Wie wär's damit? Hört mal alle weit und breit, wie mein Lied euch jetzt befreit. Zaubern hat nun keinen Zweck. Wirf die Zaubermuschel weg. Espada Fuerza! Leso! Mal sehen. Schauen wir gemeinsam nach, wie es dem Einhorn Violett geht. Bitte, tapfere Ritter, ich muss aus dieser Blase rauskommen und zurück zu meinen Freunden nach Hause. Keine Angst, Violett. Blaze und ich sind schon auf dem Weg. Ritter, auf zur Rettung! Blaze, Achtung! Eisbrocken voraus! Das war knapp. Oh Mann, wenn wir zu Violett wollen, müssen wir an diesen eisspuckenden Bergen vorbei. Ich weiß wie. Wir könnten doch etwas dafür bauen. Etwas, das uns zwei über die Berge fliegen lässt und das Eis schmilzt. Ja, bauen wir doch einfach einen feuerspuckenden Drachen. Ich bin eine feuerspuckende Drachen-Monstermaschine. Gemacht, Drache Blaze. Danke, AJ. Aber es gibt bestimmt noch mehr Eis. Passt mit auf. Wenn ihr noch irgendwo Eis seht, ruft Eis. Eis! Jetzt heizen wir ihn richtig ein. Drachenfeuer! Wir sind da, beim großen Blubberblasensumpf. Oh. Hilfe! Und das klingt nach Violett. Sie muss auf der anderen Seite des Sumpfes sein. Blaze, pass auf! Große Blubberblasen! Puh, wir müssen aufpassen, sonst werden wir selbst noch in einer großen Blase gefangen. Hey, ich habe eine Idee! Jetzt als Ritter können wir sie platzen lassen. Du hast recht, Ritter AJ. Wir können unsere Schwerter benutzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Geschafft! Super gemacht, Ritter AJ. Ritter Blaze! Ritter AJ! Hilfe! Seht mal, da ist Violett. Aber der Wind pustet die Blase mit ihr weg. Komm mit, spring rein, AJ. Es wird Zeit, turbo-schnell zu werden. Damit ich turbo-schnell werde, ruft, gib Speed. Gib Speed. Danke,
AJ. Oh, ist doch gern geschehen, Violett. Und nicht nur wir freuen uns, dass du in Sicherheit bist. Seht mal, da kommen die anderen Einhörner. Violett, du bist gerettet. Komm mit, Violett. Jetzt, wo wir alle wieder zusammen sind, rollen wir nach Hause. Das ist eine tolle Idee. Und ich kenne den perfekten Weg, um dorthin zu kommen. Sieben Einhörner setzen ihre Magie ein und bilden eine Regenbogen-Rennstrecke. Kommt, Blaze und AJ, folgt mir! Ritter, auf zum Regenbogen! Ritter, schützen das Königreich, trotzen jeder Gefahr. Ritter, sie erfüllen jede Mission, sie sind für uns da. Cut! Was für ein lautes Geräusch könnte einmal der Drache machen, um Prinzessin Magenta aufzuwecken? Oh. Brüllen! Brüllen! Ja, das ist es! Lasst es uns versuchen. Würdet ihr mitbrüllen? Großartig! Alle auf ihre Position! Auf Position! Bereit? Und Brüll-Action! Wow! Cut! Wie können wir ein lautes Geräusch machen? Mit zwei Händen. Klatschen! Klatschen! Klatschen? Das ist es! Denn man braucht zwei Hände, um zu klatschen. Ja, stimmt! Und zwar ganz laut, um damit dann Prinzessin Magenta aufzuwecken. Es waren einmal eine Prinzessin namens Magenta und ihre beste Freundin, die mutige Ritterin Blue. Sie spielten in der Nähe des Schlosses, als plötzlich eine magische Blume auftauchte, die Prinzessin Magenta in einen tiefen Schlaf versetzte. Ein jeder im Königreich versuchte, Prinzessin Magenta aufzuwecken. Stampf! Stampf! Tatü, tata! Aber niemandem gelang es. Blue, die mutige Ritterin, musste also jemand ganz Besonderen finden, der sie aufweckte. Sie suchte und suchte und endlich fand sie euch. Und ihr klatschtet und klatschtet und klatschtet. Und weckt. Was hast du, Breno? Eine Falle. Bravo, Kira. Muito bom, Breno. Ja, gut gemacht. Breno, bitte gib laut, wenn du noch mehr fein hörst, damit die El Bravo ausweichen kann. Wenn das Hündchen bellt, ruft Bravo, Kira. Eine Falle ruft Bravo, Kira. Bravo, Kira. Und noch eine. Bravo, Kira. Starke Leistung, Kameraden. Wir haben sie gleich eingeholt. Bravo, rapido. Geht mir aus dem Weg, ihr Sprotten. Wenn wir die Prinzessin und ihre Krone haben, kannst du weiter segeln. Wir haben die Prinzessin auf ihrem Schiff gelassen. Oh, wir haben hier keine Prinzessin. Nein, nur die Piratenkönigin. So ist es. Und als Königin befehle ich euch, weg da. Ansonsten? Ansonsten was? Die Prinzessin? Hi, Carina. Wow, Santiago, jetzt bist du ja ein echter Pirat. Fahrt sofort weg oder ich lasse die Prinzessin über Bord werfen. Gatitos! Carina, Achtung! Meckernde Miesmuscheln! Carina ist umzingelt! Damit kommst du nicht durch! Ich
glaube, das bin ich schon. Ja, das ist sie schon. Ha. Freu dich nicht zu früh. Santiago, Breno, jetzt! Kann losgehen! Yippie! Flatternder Fliegenfisch! Potzblitz, sie hat Breno gefangen genommen. Willkommen in meiner Crew, räudiger Bootshund. Vamonos! Bereit, Carina? Es kann losgehen. Tres, dos, uno, los! Hurra! Meine Krone! Muchas gracias! Gebt sie mir wieder, beim Klabautermann! Bedeutet das jetzt, dass du keine Königin mehr bist? Einmal Königin, immer Königin. Oh, Miesmuscheln. Die Königin ist siegreich, wie im... Ach, wer hat denn jetzt den Hund rausgelassen? Oh, Gatitos, greift an! Butterscotch, fang ihn! Na gut, wenn du drauf bestehst. Nein, nein, keine Tricks mehr! Cuidado, Breno! Platz, Seeköter, Platz! Ein Knochen für Breno? Braver Junge! Kitty, Kitty, Kitty! Muss mein Säbel aktivieren! Ah, geschafft! Carina, el salto! Ha. Nehmt ihn weg! Bonnie, du wurdest gerade entkrönt. Zahnfäule! Carina, deine Krone! Danke, Kapitän! Vamonos, Kameraden! Ich hab dich, kleiner Kumpel! Chispa, wenn! Ab nach Hause, Kameraden. Ach, zum Kackerfisch. Wartet nur, ihr werdet mich noch wiedersehen, ihr Landratten. Es ist noch nicht vorbei. Wartet es nur ab. Zahnfäule. Wow, wir sind in Blues Bild. Oh. Ich bin gespannt, was Blue aus diesem Klecks macht. Was malt Blue da? Ein Einhorn. Hallo Josh und hallo Blue, ich bin's. Luna, das lila Einhorn. Wow, das Einhorn hier kann sprechen. Komm, spring auf, Blue, und los geht unser Einhornritt. Da ist noch ein weiterer Klecks. In was verwandelt Blue diesen Klecks? In eine Blume. Eine Blume? Oh ja. Ah, guten Morgen, ihr Zauberhaften. Wow. Wow. Hallo, Blume. Wie geht es dir? Also, ich bin ein wenig durstig. Das klingt nach einem Job für den Klassenraumhelfer. Danke sehr. Oh, du bist gewachsen. Wow. Du. Kommt mit. Ja, kommt mit. Bis dann. Und ein gelber Klecks. In was verwandelt Blue diesen Klecks? In eine Ente. Hallo, kleine Ente. Zeit für einen Einhornritt. Spring auf, Blue. Wow. Sie
Seht euch diesen wunderbaren Regenbogen an. Hey, Blue, du hast jeden Klecks in etwas echt Tolles verwandelt. Mach's gut, Blue, und komm bald wieder. Bis dann.